Jetzt kommen wir zu einer sportlichen Leistung, vor der sogar der Kaiser Franz Beckenbauer seinen Hut zieht. Der Frankfurter Nachtclubkönig Jens Maaspoel ist seit einem Autounfall querschnittsgelähmt, aber immer noch ein exzellenter Golfer. Gestern Abend feierte Maaspoels Table Dance Club Golden Gate 6-jähriges und das war für ihn die beste Gelegenheit, sich zum ersten Mal seit dem schweren Unfall der Szene wieder zu präsentieren. Wie der 37-Jährige sein Schicksal meistert und wie sehr ihm der Golfsport dabei hilft, das hat er Jens Prevot erzählt. Jens Maaspoel ist wieder auf der Piste. Der Chef des Frankfurter Golden Gate Clubs zeigte sich gestern Abend erstmals seit dem tragischen Unfall in seiner Table Dance Bar. Und im Spezialrollstuhl posiert der 37-Jährige samt sexy Mädels bei der VIP-Party schon wieder für die Kameras. Die Frankfurter Szene und gerade VIP-Szene und so weiter waren von Anfang an super. Ja, also da gab es von allen Seiten super Unterstützung und es hat mir eben auch die Kraft gegeben, einfach diese ganzen Sachen auch durchzustehen. Ja, man lässt sich ja nicht wegen dem Querschnitt unterkriegen. Nicht unterkriegen lassen, das ist Maaspoels Lebensmotto. Die nötige Kraft dazu holt er sich auf dem Golfplatz. Und hier kann er auch ganz locker erzählen, wie es dazu kam, dass er zurzeit im Rollstuhl sitzt. Ich war in Thailand mit Freunden auf der Suche nach einem Golfplatz und wurde an einer Schnellstraße, als wir das Auto verlassen haben, von dem Fahrzeug angefahren, wurde zurückgeschleudert und dadurch habe ich diese Überdehnung im Halsbereich bekommen. Mein 7. Halswirbel wurde zertrümmert und ein Stückchen Knochenmark ist ins Rückenmark gedrungen. Dadurch wurde sofort ab hier der Querschnitt ausgelöst. Früher war Jens Maaspoel einer der allerbesten Hobbygolfer, Handicap 8. Und das Promi-Turnier mit Franz Beckenbauer von St. Leon Roth hat er vor 2 Jahren sogar gewonnen. Heute sind seine Mitspieler von ihm besonders beeindruckt. Und wenn man den spielen sieht, na ja, dann denkt man, dann hört man sofort das Golfspielen wieder auf, weil der hat Abschläge, das ist unglaublich. Also man kann trotz Behinderung, so schlimm es auch sein mag, kann man es noch zu einer gewissen Leistungsstärke bringen. Nicht alle, die im Rollstuhl sind, können natürlich Golf spielen, aber er hat das so entwickelt und hat ein spezielles Gerät im Rücken und so, dass er das macht und er spielt sensationell. Dieses Gerät, das Maaspoel hilft, ist Teil eines Spezialrollstuhls. Den sogenannten Paragolfer hat der südafrikanische Profispieler Anthony Netto nach seinem eigenen Unfall aus einem besonderen Rasenmäher entwickelt. Es ist ein Stehrollstuhl vorne eingebaut, ich kann euch das mal kurz zeigen, der mich halt nach oben bewegt, damit ich den Ball schlagen kann. Ja, und dieses Konzept ermöglicht mir halt ganz normal, dir in die Augen zu gucken. Was natürlich sehr gut ist. Und eben auch den Ball zu schlagen. Damit heizt Maaspoel von Grün zu Grün. In seiner Gruppe spielt Schauspielerin Christina Lesch, deren Mann Michael eine schlimme Krebserkrankung auch dank seiner Golfleidenschaft überwunden hat. Es ist identisch, dass für meinen Mann ganz wichtig war, gesund werden, um wieder Golf spielen zu können und auch wieder arbeiten zu können. Und das ist bei Jens genauso. Also die Lust auf das Golfspielen, sagt er, das hat ihn einfach so bewegt. Und die Ärzte glauben sogar, dass der Frankfurter irgendwann wieder laufen kann. Das Rückenmark ist nämlich nicht durchtrennt. Bis dahin helfen ihm seine Freunde, der Golfsport und sein positiver Lebenswille, den er sich durch den Schicksalsschlag nicht hat nehmen lassen.